guten Morgen zu unserem Adventsgottesdienst. Wir sind alle da, die jetzt hier sein sollen. Wir feiern einen Gottesdienst zusammen. Und ich bitte euch, dass ihr eure Schutz- und Tarnkappen wieder alle abzieht und euch es hier gut gehen lasst. Trotzdem, die Liederzettel bitte nicht irgendwie rollen oder zerknicken, denn das sind Liederzettel, die wir für sechs Gottesdienste brauchen. Also, da sollen auch andere auch draus singen, also lasst sie bitte schön glatt, so wie sie sind. So, zum Ankommen eine Strophe, Stern über Bethlehem. Schaut mal, ob ihr das Lied findet. Stern über Bethlehem, das ist auf der Innenseite, links unten. Nur die erste Strophe. So, macht eure Stimmen frei, singt alle mit. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Es gab einen Mann, der bereits seit mehreren Wochen in einem Gefängnis saß, ohne dass er sich schuldig fühlte. Ein Herrscher in dem Land, in dem er lebte, hatte ihn eingesperrt, aus dem einfachen Grund, weil dieser Mann die Wahrheit gesagt hatte. Dieser Mann hieß Johannes und lebte vor langer Zeit. Diesen Mann quälte dort im Gefängnis nicht die Frage seiner Zukunft. Das Einzige, was ihn quälte, war, ob er im Verlauf seines Lebens den Sinn gefunden hat, das Licht, das ihm sein Leben wertvoll macht. Er rief einen Freund von der Straße, er konnte auf die Straße schauen durch die Gitter seines Gefängnisses, und fragte diesen Freund: Ich habe gehört, dass Jesus im Land ist. Kannst du ihn fragen, ob er derjenige ist, auf den ich warten soll? Der Freund machte sich auf den Weg. Er fand Jesus, er sprach mit ihm und er kam zurück zu Johannes ans Gefängnis. Und jetzt machen wir eine ganz kurze Pause, weil diese Klasse etwas spät ist und sie schnell bitte hier auf die Plätze setzt. Alles hing für Johannes daran, welche Antwort sein Freund ihm jetzt sagen würde. Und sein Freund sagte: Ich kann dir gar nicht viel erzählen. Ich habe nur einiges gesehen, was dort passiert ist bei diesem Jesus. Menschen, die meinten, sie seien blind und könnten nichts mehr sehen, hatten keine Hoffnung mehr, konnten plötzlich wieder sehen. Menschen, die stumm waren, die kein Wort rausbrachten, vor Angst, vielleicht weil sie ein traumatisches Erlebnis gehabt haben und verschluckt waren, wurden plötzlich wieder ruhig und konnten sprechen. Und Menschen, die nach Wahrheit hungerten, denen hat dieser Mann etwas zu essen gegeben. Als Johannes das hörte, setzte er sich in sein dunkles Gefängnis und wusste, all diesen Menschen ist ein Licht aufgegangen. Wir wollen auch nicht umsonst warten hier an unserer Schule auf den Advent. Deshalb zeigen wir euch in diesem Gottesdienst, wie der Adventskranz entstanden ist. Und dazu spielten vier Schicksale eine große Rolle, die wir euch nachher vorstellen werden. Jetzt aber singen wir. Und ihr habt kräftige Unterstützung. Ich möchte die drei Weihnachtsmänner bitten, nach vorne zu kommen. Wir singen Feliz Navidad. Schaut auf das Liederblatt und singt mit. Okay.
vergesst nicht mehr zu singen. Es geht los. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Stereo Radio y Felicidad. Ich höre nicht von euch. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the heaven of my heart. Wanna wish you a Merry Christmas. Wir stehen hier im musischen Saal unserer Schule, wo gerade der Gottesdienst stattfand. Dieser Gottesdienst wird morgen für die restlichen Klassen noch einmal stattfinden. Letzten Dienstag war unsere Lehrerkonferenz. Dort hat Herr Reh eine Ansprache zur Besinnung gehalten. Nach der Lehrerkonferenz stellten Herr Koch, Herr Festweber und Herr Reh als kleine Adventsüberraschung ein Lied vor. Das hören wir uns jetzt mal an. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. O Erd, schlag aus, o Erd, dass Berg und Tal grün alles wird. O Erd, herfür dies Blümlein bring, o Heiland, aus der Erde spring. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt. O komm, ach komm, vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. O Sonn, geh auf und deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Wenn im Leben eines Menschen plötzlich ein Licht aufgeht, obwohl er das überhaupt nicht mehr erwartet hat, hört und schaut, was dann passiert. Ihr seht jetzt, wie der Adventskranz entsteht und der Mann, der diesen Adventskranz vor 120, 130 Jahren erfunden hat, der erzählt euch jetzt diese Geschichte.
Ich bin Wichern, J.H. Wichern. Ich bin 24 Jahre alt, ich wurde im Jahre 1808 geboren und werde im Jahre 1881 sterben. Ich lebe mitten im Jahrhundert der industriellen Revolution. Ihr wisst, was das heißt. Überall entstehen Fabriken mit qualmenden Schornsteinen, Kinder werden zu industrieller Arbeit gezwungen, es entsteht eine verarmte, ausgebeutete Arbeiterschicht. Meine Heimatstadt ist Hamburg. Ich habe 5 heimatlose Jungen in mein Haus und meine Familie aufgenommen. Bald werden es mehr sein, so viele, dass wir anbauen müssen. Alle diese Kinder, später kommen auch Mädchen dazu, kommen von der Straße. Sie sind verwahrlost, sie sind krank, sie haben kein Zuhause, sie hungern, sie sind Opfer der Kinderarbeit, die in den Fabriken gang und gäbe ist. Es ist Adventszeit, die Kinder sind voller Erwartung und soeben ist Werner in mein Arbeitszimmer gekommen. Vor 2 Monaten habe ich ihn aufgelesen. Er stellte mir die Frage: Wie lange noch müssen wir auf Weihnachten warten? Da habe ich das alte Wagenrad aus dem Schuppen gezogen und Werner eine große Kerze in die Hand gedrückt. Das ist der erste Advent. 4-mal gibt es große Kerzen, die Adventssonntage. Dazwischen sind jeweils 6 kleine Kerzen, die Wochentage im Advent. Wenn alle Lichter brennen, dann ist Weihnachten. Ich kenne meine Eltern nicht, sie haben mich ausgesetzt. Ich habe kein Zuhause. Auf Steinhaufen, in Gräben an Wegesrand, im Müll der Stadt habe ich übernachtet. Halb erfroren, hungrig, verdreckt und ohne Hoffnung habe ich dieses Haus hier gefunden. Es ist das Hoffnungslicht für mich, auf das ich immer gewartet habe. Und worauf wartet ihr noch im Advent? Soeben kam Karl zu mir. Er konnte kaum sprechen, als ich ihn aus einer Tonne zog. Sein Blick war stumm. Er wusste nichts von dieser Welt. Nie hat ihm jemand die Augen geöffnet. Er kann nicht lesen und nicht schreiben. Wie lange müssen wir warten bis Weihnachten? Fragte auch er. Ich habe ihm eine große Kerze gegeben. Was ist deine Schule? Ich weiß es nicht. Mir hat mir jemand etwas beigebracht. Außer stehlen, rauben, lügen, sich verstecken und übers Leben kämpfen. Welche Geheimnisse aber verstecken sich hinter einem Buch, hinter Bildern und Musik, hinter Zahlen und Geschichten? Hier in diesem Haus kann ich etwas lernen. Das ist das Hoffnungslicht für mich, auf das ich immer gewartet habe. Und worauf wartet ihr noch im Advent? Wer Elsa kennt, bleibt nicht ungerührt. Sie war der bloßen Gewalt ausgesetzt, als kleines Kind geschlagen und missbraucht. Sie irrte bettelnd durch die Straßen Hamburgs und als ich sie zu uns holte, war sie übersät mit blauen Flecken. Zeichen der rohen Gewalt, die man ihr angetan hat. Auch sie wartet voller Sehnsucht auf Weihnachten. Ich bin ein Schattenkind. Im Schatten war ich sicher, geduckt, verkrochen, klein gemacht. Meine Eltern haben mich geschlagen. Als Mädchen war ich ihnen nichts wert. Meine Brüder haben mich zum Stehlen ausgenutzt. Wenn mich jemand schlägt, spüre ich nichts mehr. Ich habe aufgehört zu fühlen. Aber hier im Haus ist mir wieder Lebensfreude begegnet. Dieses Licht ist ein Lebenslicht für mich, das mir Hoffnung macht. Darauf habe ich immer gewartet. Und worauf wartet ihr noch im Advent? Paul ist krank. Er hustet immer zu. Er ist extrem geschwächt. Hinter den Mauern einer Fabrik mit ständig qualmenden Schloten habe ich ihn gefunden. Ich musste ihn tragen. Sein Atem rasselte wie bei einem alten Mann. Jetzt freut er sich auf Weihnachten und kann es kaum erwarten. Jeden Tag senkte sich auf mich der beißende Qualm der Fabriken herab. Ich weiß nicht, wie reine Luft riecht. Ich weiß nichts von grünen Wiesen und bunten Blumen. Ich weiß nichts von blühenden Bäumen oder klarem Wasser. Der Dreck und das Grau des Alltags haben mich krank gemacht. Hier im Haus finde ich zum ersten Mal saubere Tücher. Ich habe ein eigenes Bett, ich bekomme gutes Essen und eine Blume steht auf meinem Nachttisch. Sie ist das Hoffnungslicht für mich,
auf das ich immer gewartet habe. Und worauf wartet ihr noch im Advent? So, alle, die jetzt mitgemacht haben, kommt nochmal schnell auf die Bühne. Ganz schnell. Alle, die vorne mitgesungen haben und mitgesprochen haben. Ihr auch. Für euch viel Zeit investiert, um das alles einzuüben und sprechen und so weiter. Die haben das prima gemacht. Die kriegen jetzt euren Applaus. Bitteschön. Und wir alle, wir wünschen euch jetzt noch eine schöne Adventszeit und super Weihnachten und noch schönere Ferien. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.